Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu einem neuen Transformationsvideo. Die Resonanz aufs letzte Video war mega gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht, euch offensichtlich auch. Und deswegen machen wir das jetzt wieder. Also viel Spaß. Wir beginnen mit Levin. 2018 60 Kilo gewogen und im Jahr 2020 90 Kilo. Das heißt mal eben solide 30 Kilo zugenommen. In 2,5 Jahren. Und nicht mal irgendwie an Form verloren. Also er ist jetzt nicht irgendwie mit dem Körperfettanteil höher gegangen, sondern hat einfach nur Fleisch draufgepackt. Also mehr Informationen habe ich jetzt dazu nicht, aber das ist mal eine richtig krasse Trafo. Du hast offensichtlich einiges richtig gemacht. Die Brust war vorher schon relativ gut, also wahrscheinlich hat er schon Liegestütze gemacht. Also ich finde, die Brust hat sich jetzt gar nicht so krass verbessert, vor allen Dingen im Verhältnis gesehen. Schulter, Arme, Rücken, auch den Latz sehen wir hier auch noch. Hat sich also nochmal, ja, also proportional zu dem Rest viel krasser entwickelt. Wäre natürlich auch immer interessant, die Beine dazu zu sehen. Aber hey Leute, alles cool. Good job, Levin. Danny mit 105 Kilo im Jahre 2016. Schönes Beachbild oder Poolbild. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Hat vorher keinen Sport gemacht und wahrscheinlich einfach immer gegessen, worauf er Lust hatte. Und in dem Fall hat das zu einem Überschuss an muskelfreier Fettmasse geführt. Und dann irgendwie knapp 4 Jahre durchgezogen. Und jetzt haltet euch fest, hat er hier auf dem anderen Bild 76 Kilo. Ne? Erkennt man kaum wieder. Ist wirklich immer wieder krass zu sehen. Allerdings hat er sich dafür 4 Jahre lang Zeit genommen. Und der ursprüngliche Grund für ihn war, ich lese euch das jetzt gerne mal vor, Hauptgrund war die Geburt von seinem Sohn. Die Vorstellung, dass ich ihn mal von dem Kindergarten, von der Schule abhole und er sich für mich schämt, fand ich so schrecklich, dass sich etwas ändern müsste. Muss er sich nicht die Frage stellen, ob er sich selber für sich geschämt hat? Weil ich glaube, Kinder sind da nicht so. Also ich glaube, und so fett war er jetzt auch nicht. Aber gut, ist eine andere Nummer. Auf jeden Fall wird er mit Sicherheit jetzt mit seinem Körper und seiner Leistung wesentlich zufriedener sein. Und außerdem lebt es sich wesentlich leichter, wenn man einfach mal 40 Kilo abnimmt. Richtig geile Aktion. Um das zukünftig auch beizubehalten, und auch noch zu verbessern, arbeitet ihr jetzt mit einem Coach zusammen. Auch eine wichtige Message, wenn ihr wirklich was rausholen wollt und euch unsicher seid, es selber nicht gut umgesetzt bekommt, dann sucht euch ruhig mal einen Coach, vor allem wenn es darum geht, Übungen richtig auszuführen. Ne? Erhaltungskalorien sind momentan bei 2700 bis 800. Wie viel er jetzt gegessen hat, um abzunehmen, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat auch er alles richtig gemacht. So, und wenn wir diesen jungen Mann, den Giuseppe, hier sehen, dann könnte man glauben, es ist so ein klassischer Hardgainer. Man sieht schon ein bisschen Schultern, Arme, das zeichnet sich schon ab, man kann die Muskeln erkennen, aber er ist halt einfach dünn oder schlank. Und Leute, jetzt haltet euch fest, ihr werdet ihn nicht wiedererkennen. Ne? Ich hab das gesehen und hab gedacht so, wow, krass, geiler Body. Denn er ist zu dem Zeitpunkt erst 15. Und jetzt ist er 17, wenn ich es richtig, ich lese es gleich nochmal nach. Alter Falter, also das kann sich mal sehen lassen. Eine richtig gute Form, also sehr, sehr shredded. Der Serratus kommt richtig schön raus, Bauchmuskeln sind tief, Schultern, Arme, Brust, alles da, schmale Taille. Donnerwetter, muss man echt sagen. Ne? Wie man auf den Bildern oben schon sieht, war ich schon immer ein Paradebeispiel für einen Hardgainer. Das heißt, es fällt mir schwer, viel zu essen. Oben, also auf dem ersten Bild, habe ich 60 Kilo gewogen bei 1,69. Und jetzt hast du wie viel? Also 15 Kilo hat er am Ende zugenommen, Leute. Guckt euch das mal an. Mit Hilfe von deinen Videos und dem Muskelmaximierer, tadam, das Muskelaufbauprogramm schlechthin. Ja, es funktioniert allerdings nur, wenn man sich wirklich dran hält. Ihr könnt den geilsten Plan haben. Ihr könnt die Muskelmaximierer haben, aber wenn ihr euch nicht an die Angaben haltet, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Innerhalb von 2 Jahren ungefähr 15 Kilo draufgepackt. Ob das ist natürlich ein bisschen Wasser mit dabei, aber Leute, 15 Kilo zugenommen. Jetzt wieder 65 Kilo, am Anfang 60. Richtig geile Sache. Ich wollte kurz noch hinzufügen, dass du ein großer Faktor in dieser Transformation bist. Klar, ist ja auch mein Muskelmaximierer, den du aber am Ende umgesetzt hast und mich mit deinen Videos immer wieder motivierst, härter zu trainieren. Gut. Und da er den Muskelmaximierer hat, trainiert er auch schlau, nicht immer nur hart. Denn, Entschuldigung, es gibt ja gewisse Vorgaben und man sollte sich nicht immer komplett ausreizen. Aber da muss ich echt sagen, wenn wir uns das mal so anschauen, vorher, nachher, das kann sich echt sehen lassen. Übrigens, by the way, er trainiert im Keller von seinem Papa, wenn ich mich recht entsinne. Und der ist irgendwie auch Oldschool Bodybuilder. Ich will nichts Falsches erzählen, aber ihr seht im Hintergrund die ganzen krassen Bilder. Ja, das ist Hardcore Bodybuilder. Benny Maus von Instagram, wie ihr hier sehen könnt, das ist auf jeden Fall hart ungesundes
Übergewicht in Form von reiner muskelfreier Fettmasse, dass das auf jeden Fall auf die Gelenke geht, auf die Wirbelsäule, mega anstrengend ist, den Tag, den Alltag so zu bestreiten, ist überhaupt gar keine Frage, weil es geht nicht immer nur darum, ein geiles Sixpack zu haben, sondern es geht am Ende um die Gesundheit, weil unser Leben ist kostbar, wir leben in diesem Körper und den sollten wir auch hegen und pflegen, um möglichst lange darin leben zu dürfen, zu können, ja? Passt auf, die ist aber nicht immer so geblieben. Zack. Ich glaube, da hat sie ihre Phase gehabt, wo sie so richtig runtergezogen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilos das sind, vielleicht schreibt sie uns das noch. Aber sie sieht im Gesicht schon sehr abgezogen aus, sehr abgemagert. Erfahrungsgemäß ist es bei Menschen mit extrem hohem Übergewicht. Ich habe ganz viele solche Leute gecoacht, eine Zeit lang, 6 Jahre lang sogar. Und habe da viel, sehr viel darüber gelernt und habe viel mit wirklich Adipositas-Leuten zusammengearbeitet. Und das ist richtig krass, da bleibt natürlich viel übrig. Ne? Vor allem, wenn man schnell abnimmt und die Haut nicht die Zeit hat, sich zurückzubilden. Kann man leider nicht viel machen, es dauert so ungefähr ein Jahr, bis die Haut sich dann endgültig zurückgebildet hat. Aber manchmal bei zu viel Überschüttung im Körperfett bildet sie sich halt nicht zurück. Auch das ist wiederum abhängig vom Gewebe. Schaut mal hier, streckt uns die Zunge raus, da sieht man, das ist wirklich ein komplett neuer Mensch. Auch hier im Gesicht noch ein bisschen abgemagert, aber schaut mal hier, da sieht sie schon wieder ein bisschen gesünder aus. Man sieht hier noch die Überbleibsel von dem extremen Übergewicht. Also der Körper verzeiht einiges, aber das hinterlässt halt Narben oder Spuren. In diesem Fall. Ne? Da ist sie natürlich gut dabei, indem sie Krafttraining macht und versucht, das Ganze wieder zu straffen, Muskeln aufzubauen, um ja auch mehr Kalorien zu verbrennen, um gesündere Gelenke, stabilere Gelenke zu haben, denn die haben mit Sicherheit auch gelitten. Also das Beste, was sie machen kann, ist definitiv Muskelaufbautraining zu betreiben. Das macht sie auch in gewisser Art und Weise. Gewicht war bei 160 Kilo auf eine Körpergröße von 1,53 Meter. Leute, das ist so anstrengend. Ich habe manchmal meine Gewichtsweste drauf. Ja? Ich wiege um die 130 Kilo. Dann die Gewichtsweste von 20 Kilo. Diese 150 Kilo einfach nur zu gehen, ist so anstrengend. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist krass. Oder vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch übergewichtig. Richtig krass. Mit Ernährungsberaterin, Ernährung umgestellt, im Fitti angemeldet und dann 10 Minuten Laufbahn und Zirkeltraining angefangen. Erstmal 5 Runden, 90 Sekunden. Und dann immer gesteigert. Auf 110 Kilo runter. Dann habe ich mit Hot Iron angefangen. Und Pilates. Laufe jetzt inzwischen jeden Tag 10, 15 Kilometer, wie halt meine Tagesform ist. Ach ja, wie gesagt, ich wiege jetzt 55,5 Kilo. Über 110 Kilo abgenommen. Muss aber auch noch sagen, dass der Rückhalt meines Mannes essentiell war für mich. Auch das ist sehr wichtig, dass ihr das Umfeld habt, welches euch auch unterstützt. Aber ich glaube, ich möchte hier anmerken, gefehltes Krafttraining. Hot Iron ist halt Kraftausdauer, versucht wirklich Muskeln aufzubauen, solides Muskelgewebe, ruhig schwer trainieren, mit dem Körpergewicht, mit zusätzlichen Lasten, scheißegal, aber Leute, Muskelaufbau geht über alles, weil das ist, ja, vor allen Dingen auch aus kosmetischen Gründen, nicht nur aus gesundheitlichen. Der nächste sieht jetzt erstmal hier nach einem schlanken jungen Mann aus, ne? Leichtes Sixpack ist da. Ist schon definiert. Also ich sage euch mal ganz ehrlich, als ich früher so 14, 15, 16 war, hätte ich mich über so einen Body schon gefreut. Dann hätte ich das richtig geil gefunden, weil der ist wenigstens schon definiert. Ich war früher immer ein bisschen weicher, dicklicherer Typ. Und wenn ich so einen Body gehabt hätte, hätte ich schon gedacht so, boah, Alter, geil, was ist los? Ja, da war ich aber noch nicht so verwöhnt und war in dieser Fitness-Bodybuilding-Geschichte noch lange nicht so drin. Das ging ja erst mit 17, 18 los. Aber das finde ich schon erstmal gut, cool. So, ist halt schlank, ein bisschen trainiert. Pass auf, geht weiter. Nächste Bild, auch hier sieht man schon, das ist aber immer noch ein Vorherbild, dass die Muskelköpfe, die sind alle schon da, wo sie sein müssen. Also die müssen einfach nur noch ein bisschen dicker werden und dann läuft der Hase. Bizepskopf ist da, Sixpack, Brust ist definiert, hier sieht man den Strich und so. Das sieht schon alles ziemlich geil aus, Schlüsselbein relativ breit. Auch das ist ein richtig stabiler, cooler Body so, ne? Geht aber weiter. Bam! Alter Falter, Junge. Also da hat er einfach nur Muskeln aufgebaut. Die Haut ist weiterhin so schön dünn und straff geblieben. Richtig geil, sieht super aus. Natürlich wahrscheinlich auch gut, der anabole Spiegel, das Licht, das Licht. Aber er sieht geil aus, richtig krass. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Angaben dazu bekommen. Bruder, das sieht jetzt aber um einiges stabiler aus. Also... ja, die Waden wollen nicht so richtig wachsen, aber das ist schon... Donnerwetter, Junge. Also sowas kann draus werden. Es ist immer noch derselbe Typ, ne? Also auf den Shredded-Bildern nachher hat er 69 Kilo gewogen und früher die Anfangsbilder nur 55 Kilo. Für diese ganze Transformation hat er 7 Jahre gebraucht, Leute. Und ihr seht mal,
das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Wenn ihr dranbleibt, das ist ja wirklich krass. Schmale Teil. Aber das gefällt mir mal richtig gut. Und das nächste Mal ziehst du die Hose noch einmal hoch, dass wir die Oberschenkel sehen. Richtig geile Transformation. Guckt euch das an. Wahnsinn. Respekt, Mann, Respekt. Ben ist auf diesem Bild 15 Jahre jung und wiegt 120 Kilo. Und dann hat er in 2 Jahren eine Transformation durchgemacht. Bam. Extra die Maske aufgesetzt, damit ihn keiner erkennt. Das glauben wir dir nicht, das ist er doch gar nicht, ist doch ein ganz anderer. Auch hier sehe ich, wie Vakuumpose hat er geübt. Schön schmale Taille, nach oben hin wird es ein V, Arme sind auch gut. Alles da, was man braucht. Geht aber weiter. Von hinten auch ansehnlich, schön, das will jeder haben. Ne? Vor allem die Lacoste-Schlipper. So. Dann hier auch wieder Vakuumpose. Aber achtet mal drauf, das Übergewicht hat definitiv Spuren hinterlassen hier. Ne? Also die Haut ist gerissen, aber die gute Nachricht ist, solche Risse, die verblassen im Laufe der Jahre, die werden alle hell. Ja, wenn ihr mal guckt bei mir, ich habe auch, seht ihr das? Ich habe hier auch so leichte Risse, aber die sind jetzt komplett verblasst. Bei manchen sind die ein bisschen größer und dicker und bei mir waren es ganz viele kleine. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Also irgendwann sind die halt verblasst. Früher habe ich mich darüber gefreut, weil es war ein Zeichen für Gains. Leute, oh, ich habe einen Hautriss, ja, ich wachse. Ja, und hier nochmal ein Vorherfoto. Ja, eindeutig. Es ist ja unglaublich, es ist jetzt derselbe Typ. Meine Fresse, Junge, man glaubt es nicht, ne? Aber ihr sitzt hier am Bauch, seht ihr das, ne? Das ist immer noch derselbe, ja? Wahnsinn. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Tippitoppi, weiter so, Ben. Ich zeige euch noch nicht das Bild, aber Sadie ist krass. 1,78 groß, im November 2012 101 Kilo gewogen, mit purem Körperfett ins Fitnessstudio angemeldet, Vollgas gegeben. Und am 20. Geburtstag 2013, also nicht mal ein Jahr, hätte er Bäume ausreißen können. Jetzt pass auf, jetzt guckt euch das an. Achtung, Achtung, Achtung. Da, Part 1, der Anfang. Breite Hüfte. Bei ihm hat sich alles in der Mitte irgendwie angesammelt an Fett. Ne? Und ein richtiger Player. Und dann sieht das so aus. Was ist denn da passiert, Leute? Unfassbar. Unfassbar. Aber die Hüfte sieht immer noch, also ihr kennt, wenn ihr genau hinschaut, ist die Hüfte ist immer noch breit, da ist nur einfach kein Speck mehr drauf. Und er hat das Ganze ordentlich kaschiert, indem er ordentlich Brust, Schultern und Arme aufgebaut hat. Und Rücken wahrscheinlich auch. Absoluter Hammer, Leute. Wir sehen das nochmal direkt in der Trafo. Juni 2013, 85 Kilo. September 2012, 99 Kilo. Einfach nur richtig geil. Könnt ihr abonnieren bei Instagram, SadieFit. An dieser Stelle sind wir auch schon wieder fertig. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitgenommen. Seid gut unterhalten gewesen, wenn ihr Klamotten braucht. Mit Johannes 10 bei Smiledogs bestellen oder Best Body Nutrition, mich direkt supporten mit Johannes 20. Alle Subs im Shop gibt es 20% reduziert, selbst die, die ohnehin schon reduziert sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann zeigt es mir mit euren Daumen und schickt mir gerne bei Instagram eure krassen Transformationen rüber. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video.